In der ersten Aufgabe war ein Diagramm des Stromes gegeben über der Zeit. Das ist der Strom von T in Ampere. Und das ist die Zeitachse. Die ging bis insgesamt 4 Millisekunden. Das ist T in Millisekunden. 1, 2, 3, 4. Und der Strom ging von minus 2 bis insgesamt 8. Und im ersten Zeitabschnitt, es gab insgesamt 4 Zeitabschnitte, stieg der Strom linear an von 0 auf 8 Ampere. Und das ist dann der erste Zeitabschnitt, den es hier zu betrachten gibt. Und gesucht war die Ladung dazugehörig in Abhängigkeit der Zeit. Um die zu berechnen, nimmt man den Strom über der Zeit und integriert über die Zeit, und zwar in diesem Fall eben vom Zeitpunkt 0 bis t. Damit das jetzt mathematisch einigermaßen sauber ist, müssten wir dieses t hier, dass das gleiche sein muss, mal umbenennen, damit dieses t und dieses t hier, die auch jeweils die gleichen sind, nicht sozusagen das gleiche ist wie hier. Und wir müssen noch die Ladung zum Zeitpunkt 0 dazu addieren. Die war aber laut Aufgabenstellung schon mal 0. So, und um das jetzt zu machen, brauchen wir eine Zeitfunktion für den Strom. Die kann man relativ einfach aufstellen und sich überlegen, der Strom steigt innerhalb von einer Millisekunde um 8 Ampere an. Also haben wir 8 Ampere pro Millisekunde, das Ganze mal t und oder t' und nach t' integriert. So, dann kann man die 8 und die Ampere pro Millisekunde entsprechend der Faktorregel vor das Integral ziehen und das t' nach t integriert ist t' Quadrat halbe. Und das Ganze haben wir jetzt immer noch in den Grenzen von 0 bis t. Und jetzt setzt man die Grenzen ein. Obere Grenze minus untere Grenze kommt hier raus 8 Ampere pro Millisekunde mal t Quadrat. Und die halbe kann man hier noch mit der 8 verrechnen und kann sagen, das sind dann 4. Also 4 Ampere pro Millisekunde mal t Quadrat. Das ist die Ladung in Abhängigkeit der Zeit für diese Zeitfunktion. Und jetzt können wir noch die Ladung am Ende dieses Zeitabschnittes ausrechnen bei einer Millisekunde, indem wir hier eine Millisekunde einsetzen. Und dann haben wir Millisekunde zum Quadrat. Die kürzen sich mit der Millisekunde hier weg, sodass dann 4 Milliampere-Sekunden überbleiben. So, und dann ging das so weiter. Im zweiten Zeitabschnitt blieb der Strom konstant bei diesen 8 Ampere und zwar wieder für eine Millisekunde, sodass es einen zweiten Zeitabschnitt gibt. Hier. Und jetzt können wir für diesen zweiten Zeitabschnitt dann die Ladung ausrechnen. Wieder Q von t. Jetzt müssen wir eben integrieren von einer Millisekunde bis t über den Strom in diesem Zeitabschnitt. Das sind 8 Ampere. Wieder über die Zeit integriert. Und dazu brauchen wir jetzt dann noch die Ladung am Anfang von diesem Zeitabschnitt bei einer Millisekunde. Und dann kann man die 8 und die Ampere als konstanten Faktor wieder vor das Integral ziehen. Bleibt in dem Integral nur eine 1 über. Diese 1 nach t' integriert ergibt ein t' in den Grenzen von einer Millisekunde bis t. Und dazu kommt noch die Ladung am Anfang dieses Zeitabschnittes und das war von hier oben übernommen die 4 Milliampere-Sekunden. So, dann die 8 Ampere abgeschrieben, die Grenzen eingesetzt, t minus eine Millisekunde und plus die 4 Milliampere-Sekunden. Und jetzt kann man das noch zusammenfassen und sagen, 8 Ampere minus eine Millisekunde sind minus 8 Ampere Millisekunden plus 4 macht nur noch minus 4 und das Ganze halt noch, also die 8 Ampere mal t und dann eben entsprechend minus 4 Milliampere Sekunden. Das ist dann die Zeitfunktion für die Ladung, die sich im zweiten Zeitabschnitt ergibt. Und das Ende vom Lied ist, wenn wir jetzt ausrechnen, wie groß ist die Ladung bei 2 Millisekunden, also am Ende dieses Zeitabschnittes 2 Millisekunden eingesetzt,
Dann haben wir hier 8 Milliampere Sekunden minus 4 Milliampere Sekunden. Halt, wir müssen 2 Milliampere Sekunden einsetzen, also 8 mal 2 sind 16 minus 4 Milliampere Sekunden. 16 minus 4 macht 12 Milliampere Sekunden. So, dann gab es einen dritten Zeitabschnitt. In dem dritten Zeitabschnitt war der Strom einfach 0. Also der Strom sprang hier auf 0 und blieb das für eine Sekunde. Also, dass es einen dritten Zeitabschnitt gab, und auch in diesem dritten Zeitabschnitt war jetzt wieder die Ladung auszurechnen. Q von t ergibt sich dann eben wieder über das Integral vom Anfang dieses Zeitabschnittes bei 2 Millisekunden bis t über den Strom, der in diesem Fall 0 ist. Und wir brauchen natürlich immer noch die Ladung dazu. Zum Anfang dieses Zeitabschnittes, die wir gerade ausgerechnet haben, da können wir diesen Wert dann hier einsetzen. Ja, und wenn man über 0 integriert, da passiert nichts. Und das heißt, das Einzige, was hier überbleibt, ist die Anfangsladung, also 12 Milliampere Sekunden. Und in diesem Fall, naja, wenn der Strom 0 ist, ändert sich die Ladung nicht. Also obwohl das hier steht Q von t, ist das eigentlich gar nicht wirklich von t abhängig. Und dementsprechend ist das dann auch gleich die Ladung am Ende dieses Zeitabschnittes bei 3 Millisekunden. Und dann gab es noch einen vierten Zeitabschnitt, und in diesem vierten Zeitabschnitt war der Strom minus 2 Ampere, wieder für eine Sekunde lang. Das ist der vierte Zeitabschnitt, und für diesen vierten Zeitabschnitt war jetzt nochmal die Ladung auszurechnen. Also wieder Q von t ist das Integral vom Anfang dieses Zeitabschnitts ist bei 3 Millisekunden bis t. Der Strom in dem Fall sind minus 2 Ampere, das Ganze nach t bzw. t' integriert. Und man braucht natürlich wieder die Ladung am Anfang dieses Zeitabschnittes. So, dann kann man die minus 2 und das Ampere wieder vor das Integral ziehen, bleibt im Integral nur eine 1 zu stehen, die nach t' integriert ergibt t' in den Grenzen nicht von 2, sondern der Anfang dieses Zeitabschnittes sind ja 3 Millisekunden bis t und dann plus diese 12 Milliampere Sekunden von vorhin, vom Ende des letzten Zeitabschnittes. Ja, und dann die Grenzen wieder eingesetzt, minus 2 Ampere in Klammern mal t minus 3 Millisekunden, Klammer zu, plus die 12 Milliampere Sekunden von vorhin. So, und jetzt haben wir minus 2 Ampere mal minus 3 Millisekunden ergibt 6 Milliampere Sekunden plus die 12 ergibt 18 Milliampere Sekunden. Und dazu kommen halt noch die minus 2 Ampere mal t plus 18. 18, keine schöne 8 geworden. 18 Milliampere Sekunden. Und schlussendlich kann man noch die Ladung am Ende dieses Zeitabschnittes ausrechnen bei 4 Millisekunden. Und indem wir 4 Millisekunden einsetzen, 2 mal 4 sind 8 mit einem Minus davor, plus die 18 ergeben zum Ende 10 Milliampere Sekunden. Und dann kann man schlussendlich damit noch die Ladung zeichnen. Also nochmal ein neues Zeitdiagramm. Das ist wieder die Zeit in Millisekunden. Und ich versuche mal dieselben Zeitabschnitte nach hier unten zu übertragen. Das ist eine Millisekunde, 2, 3 und 4. Und jetzt kann man sich überlegen, wie sieht das aus? Also im ersten Zeitabschnitt ergibt sich eine Parabel. Eine quadratische Funktion, der Graph der quadratischen Funktion ist eine Parabel, und nach einer Millisekunde haben wir 4 Milliampere Sekunden. Das heißt, das mache ich mal ungefähr hier, das wären 4, dann haben wir eine Parabel, die keine schöne Parabel, die auf 4 Milliampere Sekunden ansteigt.
das sind 4 mA Sekunden, dann sind hier ungefähr 8 mA Sekunden, dann sind hier oben ungefähr 12 mA Sekunden und das ist die Ladung Q von T in mA Sekunden. So, und dann geht das so weiter. Im nächsten Zeitabschnitt, im zweiten Zeitabschnitt ergibt sich diese Funktion. Das ist eine lineare Funktion. Ja, die steigt um 8 Ampere pro Millisekunde an. Das ist hier der Anstieg. Oder um 8 Milliampere Sekunden pro Millisekunde steigt sie sozusagen an. Und der Achsenabschnitt wäre bei minus 4 Milliampere Sekunden. Also die würde eigentlich hier unten anfangen bei 0. Aber die geht hier so hoch, fängt ja erst hier an und steigt dann eben von den 4 mA Sekunden, die wir haben, auf 12 mA Sekunden an. Also die muss da oben landen, die geht dann hier einfach so weiter. Im dritten Zeitabschnitt bleibt ja die Ladung konstant und im vierten Zeitabschnitt haben wir wieder eine lineare Funktion, die jetzt aber abfällt, minus 2 mA Sekunden pro Millisekunde. Und dann eben auf den Wert von 10 kommt. Das ist ungefähr hier so. Und so sieht dieses Diagramm dann aus für die Ladung. So, jetzt kann man sich noch mal kurz überlegen, ob das sinnvoll erscheint. Die Ladung ist eine Erhaltungsgröße, die darf nicht springen. Das heißt, das muss hier immer kontinuierlich übergehen. Das macht das. Und der Strom ist die Ableitung der Ladung. Also das heißt, wenn man sich hier unten den Anstieg anguckt, dann ist der Anstieg hier 0. Deswegen ist der Strom auch 0. Jetzt wird der Anstieg immer größer, immer größer, immer größer, erreicht einen bestimmten Wert. Der Strom wird immer größer, erreicht einen bestimmten Wert. Dann bleibt der Anstieg konstant. Der Strom bleibt konstant. Hier ist der Anstieg 0. Der Strom ist 0. Hier ist der Anstieg negativ. Der Strom ist negativ, aber konstant. Und deshalb passt das so, wie das so ist. Und andersrum könnte man auch sagen, die Ladung ist eben so, wie wir gerechnet haben, das Integral vom Strom. Das Integral ist sowas wie die Fläche unter der Kurve. Ne, hier steigt die Fläche unter der Kurve an, am Anfang langsam und dann immer stärker. Deswegen steigt die Ladung hier erst langsam an und dann immer stärker. Hier kommt eine bestimmte Fläche dazu, immer und zu jeder Zeit genau die gleiche, der genau gleiche Anteil von Fläche. Deswegen steigt das hier auch linear an. Hier gibt es überhaupt gar keine Fläche unter der Kurve, deswegen bleibt die Ladung konstant. Und hier Fläche unterhalb der Zeitachse zählt negativ, deswegen nimmt hier die Ladung ab. Was sind so die häufigsten Fehler, die dabei schiefgelaufen sind? Die nehme ich, mache ich jetzt mal in Orange noch hier drüben auf der anderen Seite. Der typischste, häufigste Fehler ist, dass man einfach hier oben nicht mit variabler obere Grenze integriert hat, sondern hier direkt das Ende des Zeitabschnittes, meinetwegen eine Millisekunde, eingesetzt hat. Was passiert dann? Dann kriegt man natürlich auch nicht die Ladung von der Zeit raus, sondern man kriegt halt die Ladung in Abhängigkeit von einer Millisekunde raus. Und das ist das hier hinten. Das ist einfach eine Zahl. Ja, also wenn man die Ladung in Abhängigkeit der Zeit ausrechnen will, dann muss auch die Zeit irgendwo als Variable in der Gleichung vorkommen. Ansonsten rechnet man eben eine Zahl aus. Und was dann einige gemacht haben, wenn die halt eine Zahl ausgerechnet haben, dann haben die auch eine Konstante gezeichnet. Dann sah die Ladung halt so aus. Die Ladung war 4. Milliampere Sekunden und im nächsten Zeitabschnitt war die Ladung dann halt 12 Milliampere Sekunden, dann sprang das hier so hoch und dann blieb die Ladung meinetwegen bei 12 Milliampere Sekunden und zum Ende war die Ladung dann 10 Milliampere Sekunden. Das ist natürlich großer Quatsch, weil die Ladung darf nicht springen. Zweiter Fehler, der so passiert ist, nämlich auch wieder orange, ist, dass man halt das hier vergessen hat mit reinzurechnen, die Ladung am Anfang des Zeitabschnittes. Im ersten Zeitabschnitt ist das egal, weil da ist die ja 0, aber wenn ich das hier halt auch vergesse und auf 0 setze, oder das hier vergesse und auf 0 setze, dann fehlt natürlich dieser Anteil. Ja, und dann, wenn man das dann zeichnet, dann sieht die Kurve halt auch anders aus, dann springt die nämlich auch. Also dann sieht das meinetwegen so aus, dass das hier vorne schon ansteigt und dann springt das aber auf 0 und dann geht das irgendwie so hoch und dann springt das wieder auf 0. Und bleibt irgendwie so und dann, ja, dann geht das in dem Fall irgendwie vielleicht so runter, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das auch falsch, weil die Ladung ist eine Erhaltungsgröße. Diese Sprünge hier, die darf es nicht geben. Die Ladung darf nicht springen.